Hallo zum zweiten Adonis-Tipp der Unternehmensberatung Axel Schröder. Heute legen wir eine Prozesslandkarte an, die wir bei unseren Modellen herausgesucht haben. Und hier haben wir die blanke Leinwand. Zuerst trennen wir einige Felder ab für unsere Leistungsprozesse, unsere Unterstützungsprozesse und die Managementprozesse. Diese füllen wir jetzt mit Infos, mit der richtigen Beschriftung, der richtigen Zuordnung von der grafischen Darstellung und den persönlichen Präferenzen für die Beschriftung. Jetzt füllen wir diese Landkartenteile auch mit Inhalt. Unsere Antiquitäten haben wir schon angelegt im ersten Tipp, deswegen ist es unser erster Leistungsprozess. Ich habe noch ein paar andere vorbereitet, die Firma Bodenlos einigermaßen widerspiegeln dürften. Mit vollständigem Markieren und durch die Gegend ziehen können wir die Positionen verändern. Und sehen die Position unten rechts. Jetzt kümmern wir uns um die Unterstützungsprozesse, also Instandhaltung, Reinigung, Personalverwaltung, alles was nicht direkt mit einem Wertzuwachs für den Kunden zu tun hat, aber indirekt dafür verantwortlich ist. Bei den Managementprozessen geht es um die Unternehmensführung, also Strategiefindung, Zielentfaltung, Personalentwicklung und viele Sachen mehr. Das war's vom zweiten Tipp. Bis zum nächsten Mal.